Natürlich ist es erfreulich und der Dank, den richte ich auch an alle Beteiligten, dass am Samstag eben keine Rechtsrock-Veranstaltung in Mattstedt stattgefunden hat, dass diese verhindert wurde. Und Herr Fiedler, ja, wir haben Glück gehabt, dass das passiert ist, aber um zu diesem Glück zu gelangen, mussten einige Menschen etwas tun. Und das ist etwas, das, ja richtig, aber das ist sozusagen das, was neu an dieser Sache ist und was es notwendigerweise braucht, dass die Beamtinnen und Beamte, aber dass auch Zuständige in den Kommunen und Zuständige auf Landesebene sich darum bemühen, dass wir Lücken finden. Und dies ist in diesem Fall passiert und in diesem Fall war das erfolgreich. Und da gilt es eben klar, Danke zu sagen, weil das aufwendig ist und viel Zeit und Spitzfindigkeit bedarf. Herr Möller, ich sage mal so, Sie haben es ja jetzt tatsächlich geschafft, nicht mal mehr ein Hehl daraus zu machen, dass Sie eigentlich mit diesen Rechtsrockkonzerten gar kein Problem haben. Und dass Sie der Meinung sind, dass die Verhinderung von menschenverachtenden Parolen, Ideologie und deren Austragung auf solchen vermeintlichen Konzerten, dass das nicht so schlimm ist, wie dass sich Demokratinnen und Demokraten darum bemühen, dem etwas entgegenzusetzen. Und ich finde, damit haben Sie eigentlich entlarvt, wes Geistes Kind Sie sind. Wenn Sie wirklich tatsächlich ernsthaft Rot-Rot-Grün die Abschaffung des Rechtsstaates vorwerfen, dann empfehle ich Ihnen eine Lektüre einiger Tweets Ihrer Kolleginnen und Kollegen vom Wochenende in Bezug auf Chemnitz, die aus meiner Sicht mindestens knapp dran vorbeischrammen, zur Selbstjustiz aufzurufen und die ganz offensichtlich die Stimmung in Chemnitz per Tweet mit angeheizt haben. Ich zitiere da mal den Bundestagsabgeordneten Markus Frohmeier: Wenn der Staat die Bürger nicht mehr schützen kann, gehen die Menschen auf die Straße und schützen sich selber, ganz einfach. Heute ist es Bürgerpflicht, die Todbringenden, die Messermigration zu stoppen. Und ich frage mich, das ist eine Infragestellung des Rechtsstaates und das ist tatsächlich ein Aufruf aus meiner Sicht zur Selbstjustiz. Das ist ein Problem, Herr Möller, und das sind Ihre Kolleginnen und Kollegen der AfD. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dass die Absage dieses Rechtsrockkonzertes in Mattstedt gelungen ist, habe ich schon positiv kommentiert. Das heißt aber vor allen Dingen, dass wir da nicht nachlassen dürfen. Es ist falsch, Herr Fiedler, wenn Sie sagen, unter Rot-Rot-Grün gibt es jetzt ein Blühen des Rechtsrockes. Ja? Also den gab es auch schon unter der CDU-Fraktion, unter der CDU-Regierung. Die Immobilien in Thüringen sind unter CDU-Regierung gekauft worden, zu großen Teilen. Ich sage mal so, es hilft uns, glaube ich, allen nicht, wenn wir uns gegenseitig immer zuschieben, wer nun am meisten dafür gesorgt hat, dass die Nazis Raum haben. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass in Thüringen Neonazis einen großen Raum haben und dass sie diesen großen Raum nutzen und dass dieser große Raum dazu führt, dass sie ihre menschenverachtende Ideologie verbreiten können und dass diese menschenverachtende Ideologie tatsächlich auch in Taten umgewandelt wird, nämlich in das, was wir in Chemnitz sehen. Das ist eine unmittelbare Folge auch genau dieser Verbreitung dieser Ideologie und vor allen Dingen, dass vermeintliche Demokratinnen und Demokraten oder die, die sich dafür halten, auf diesen Zug mit aufspringen. Und dann muss man eben auch beispielsweise Herrn Seehofer mit in Haftung nehmen. Eine Verschärfung des Tones im Umgang miteinander, in dem Sprechen miteinander führt dazu, dass Menschen sich auf die Straße begeben und tatsächlich dem, zu dem sie verbal aufgerufen werden, auch folgen und übergriffig werden gegenüber Menschen, Menschenjagd betreiben. Da ist das Wort sozusagen die Musik dazu. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, das gilt es ganz klar einzugrenzen, nicht nur in der Frage, wie wir selber reden und wie wir selber sozusagen über bestimmte Sachen reden, sondern eben auch bei der Frage, wie wir solche Rechtsrockkonzerte einschränken und möglichst sogar verhindern. Der größte Dank gilt aber an dieser Stelle vor allen Dingen den zivilgesellschaftlich engagierten Menschen in Thüringen, sowohl in Mattstedt als auch in den anderen betroffenen Gemeinden. Kirchheim sei hier genannt und Thema sei hier genannt, aber auch zum Beispiel am Samstag Leinefelde, in dem schon wieder der Eichsfeldtag von Thorsten Heise stattfindet. Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Menschen gehören unterstützt und ich sage mal, da ist noch Luft nach oben. Damit gucke ich sehr gerne auch in den CDU-Block. Ich glaube, auch die Mattstädterinnen und Mattstädter hätten sich mehr Unterstützung von Seiten der CDU gewünscht. Ich glaube auch, dass wir in Zukunft die Zivilgesellschaft besser unterstützen müssen, wenn es beispielsweise um die Anmeldung von
Versammlungen und Gegendemonstrationen gibt, Herr Moring, wenn Sie so in den Bart nuscheln, den Sie nicht haben, dann versteht man Sie immer so schlecht. Ich bin gerne offen für Ihre Kommentare, aber dann muss ich Sie auch hören. Ich glaube, dass es wichtig ist, diese Menschen besser zu unterstützen, und da müssen wir eben auch zum Beispiel die Ordnungsbehörden stärker darauf hinweisen, was denn tatsächlich die Rechte und Pflichten von zivilgesellschaftlich engagierten Menschen sind. Vielen Dank.